Das Jahr 2017 hat die magische 1000-Euro-Grenze für Smartphones durchbrochen. Mit dem Samsung Galaxy Note 8 und dem iPhone X buhlen zwei Kontrahenten in dieser Preisklasse auch Anfang 2018 noch an dieser Grenze um die Gunst solventer Enthusiasten. Mittlerweile sind beide Geräte für deutlich unter 1000 Euro zu haben, was die Telefone für eine breitere Käuferschicht interessant macht. In unserem Vergleich nach 4 Monaten Nutzung wollen wir uns mit der simplen Frage befassen: Welches ist das bessere Telefon fürs Geld? Beide Geräte bestehen aus Glas und haben einen Metallrahmen. Die Verarbeitung kann man bei beiden als makellos bezeichnen. Die Glasrückseite hat jeweils den Vorteil, dass Technik zum kabellosen Laden integriert ist. Nachteilig ist, dass die Dinger verdammt schlüpfrig sind. Wir raten zum Case, sowohl bei Note 8 als auch iPhone X. Was aber, wenn das Handy nicht auf den Boden, sondern ins Wasser fällt? Beide sind wasserdicht, das iPhone nach IP67 Standard, das Note 8 nach IP68. Einen merklichen Unterschied bietet das aber nicht. Das Note 8 ist größer und damit schwieriger einhändig zu bedienen, es besitzt dafür aber auch ein größeres Display. Das iPhone ist handlicher, hat aber den nervigen Kamerabuckel auf der Rückseite. Ohne Case auf dem Rücken liegend nervt das Wackeln ziemlich. Welches Gerät man besser findet, ist trotzdem Geschmackssache. Fazit: Wir notieren einen Gleichstand, ein halber Punkt für beide Geräte. Das iPhone X ist das erste Apple-Smartphone mit einem AMOLED-Display. Pikanterweise stammt es von Samsung. Die Displays sind qualitativ etwa gleichwertig. Die Pixeldichte ist bei Samsung mit 521 gegenüber 458 ppi etwas höher. Den Unterschied in Sachen Schärfe nimmt man allerdings kaum wahr. Dafür hat Apple seine True-Tone-Technologie integriert, mit der sich die Displayfärbung an der Umgebungsbeleuchtung ausrichtet. Das schont die Augen und wirkt manchmal natürlicher, fast wie gedruckt. Das Seitenverhältnis liegt bei beiden Geräten bei 18,5:9, zumindest wenn man beim iPhone den Notch rausrechnet. Eben jener war Anlass für viel Kritik, im Alltag hat er uns wenig gestört. Das Note 8 hat dafür abgerundete Displayränder, die sehen schick aus, produzieren aber Reflexionen, die nerven können. Machen wir es kurz: Aktuell haben Note 8 und iPhone X die besten Displays am Markt, jeweils mit leicht variierenden Schwerpunkten. Deshalb wieder Gleichstand, ein halber Punkt für beide Geräte. Weil der S-Pen ordentlich Platz braucht, ist der Note 8 Akku mit 3300 mAh relativ klein. Das iPhone X hat einen noch kleineren Akku mit rund 2700 mAh, aber auch ein kleineres Display und effizienteres Energiemanagement. Akkuwunder sind beide nicht, Powernutzer geraten bei beiden Smartphones am Ende eines langen Tages in die Bredouille. Immerhin kann man dank kabellosem Laden sowohl das Samsung als auch das Apple Handy komfortabel nachtanken. Großer Pluspunkt beim Samsung Galaxy Note 8 ist, dass bereits ein Netzteil mit Schnellladefunktion mitgeliefert wird. Beim iPhone X muss man ein solches nachkaufen oder mit dem kreuzlahmen Standardladegerät leben. Daher Vorteil Galaxy Note 8, ein Punkt. Die allgemeine Bildqualität sowohl von iPhone X als auch von Samsung Galaxy Note 8 ist hervorragend. Im Direktvergleich gefallen uns die Bilder vom Note 8 vielleicht eine Nuance besser, vor allem bei schlechtem oder künstlichem Licht. Das Note 8 hat einen Pro-Modus zur manuellen Justierung der Kameraparameter und schießt Bilder auf Wunsch auch im RAW-Format, beim iPhone muss man dafür separate Apps herunterladen. Beide Geräte verfügen über eine Doppelkamera, mit deren Hilfe sich Bilder in einem Porträtmodus aufnehmen lassen. Dabei wird der Hintergrund ähnlich wie bei einer professionellen Kamera unscharf gezeichnet. Die Ergebnisse überzeugen erstaunlich oft, aber nicht immer. Darüber hinaus können dank der sekundären Telefotolinse auch gute Bilder aufgenommen werden, wenn man hereinzoomt. Die Selfie-Kamera beim iPhone hat uns etwas besser gefallen, weil ihr Porträtmodus tolle Möglichkeiten für Selbstdarsteller bietet. Mit optischer Bildstabilisierung auf beiden Rückkameras produzieren sowohl iPhone als auch Note 8 tolle Videos. Videos kann das iPhone in 4K-Auflösung auch mit 60 Frames pro Sekunde aufnehmen, also flüssiger. Die Bildstabilisierung wird dabei aber schlechter. Das Note 8 kann 4K nur mit 30 Frames pro Sekunde oder Full HD in 60 Frames aufnehmen. Bessere Selfies und flüssigere 4K-Videos sprechen für das iPhone, eine allgemein bessere Fotoqualität und Profifunktionen für das Note 8. Abermals Gleichstand, ein halber Punkt für beide. Apple und Samsung stecken eigene Chips in ihre Flaggschiffe. Apples neuer Chip ist eine Klasse für sich, insbesondere Augmented Reality Anwendungen und Games, die CPU und Grafikeinheit gleichermaßen taxieren, laufen enorm flüssig und schnell, Benchmarks bestätigen dieses Bild. Da kann Samsung nicht mithalten, auch wenn das Note 8 zumindest bei den Android-Geräten vorne mit dabei ist.
Die Ruheleistung zusammen mit der optimalen Abstimmung von Soft und Hardware lassen im Bereich Leistung das Apple-Handy als klaren Sieger vom Platz gehen. Ein Punkt fürs iPhone. In Sachen unterstützter LTE, Bluetooth und WLAN-Standards nehmen sich beide Geräte nicht viel. Auch die Sprachqualität ist hervorragend. Wer viel im Ausland unterwegs ist, wird die Möglichkeit zu schätzen wissen, dass es vom Galaxy Note 8 auch eine Dual-SIM-Variante gibt, die zwei Telefonnummern gleichzeitig verwalten kann. AirDrop ist ein cooles und elegantes System zum Transfer von Dateien, leider auf Apple-Betriebssysteme beschränkt. Bei Samsung gibt es unzählige Wege, Dateien vom Samsung-Handy auf andere Geräte zu übertragen. Per USB-Kabel, über Wi-Fi Direct oder Bluetooth, per Speicherkarte oder USB-C-Stick, über die Cloud oder andere Apps. Apple muss man für sein durchdachtes und einfach zu benutzendes Backup-System loben, mit dem man sein neues mit wenigen Klicks auf den Stand des alten iPhones bringen kann. Soweit ist das Android OS im Samsung-Telefon noch nicht. Über den USB-C-Port schließt man PC-Hardware oder externe Datenträger an das Note 8 an. Mit der zusätzlich erhältlichen Dockstation ist das Note 8 auch an einen Monitor anschließbar. Zusammen mit Maus und Tastatur kann man das Samsung-Handy so wie einen fast vollwertigen PC nutzen. Die Möglichkeiten, die der S-Pen eröffnet, sind ein weiterer Bonus. Und viele Note 8-Nutzer freuen sich über die weiterverbaute Klinkenbuchse, mit der sich ganz normale Kopfhörer anschließen lassen. iPhone-Nutzer müssen dafür einen Adapter nutzen, auf Lightning oder kabellose Kopfhörer umsteigen. Mit der schieren Masse an Möglichkeiten für Power-User sticht das Samsung Galaxy Note in Sachen Konnektivität und Produktivität das iPhone X aus. Fazit: ein Punkt fürs Samsung Galaxy Note 8. Das iPhone X lässt sich per Face ID entsperren. Selbst auf Brillen, Mützen, Bärte und Frisurenänderungen reagiert die Gesichtserkennung erstaunlich flexibel und lernt sogar, wenn sich das Gesicht des Trägers ändert. Mit dieser Vorrichtung macht Apple Fingerabdrucksensoren überflüssig, die folgerichtig im iPhone X auch nicht mehr verbaut werden. Samsung hat im Note 8 wiederum einen Iris-Scanner verbaut, der bei weitem nicht so schnell und zuverlässig funktioniert. Auch die für die meisten Nutzer ungünstige Positionierung des Fingerabdruckscanners auf der Rückseite neben der Kamera macht dessen Benutzung eher anstrengend als vergnüglich. Unterm Strich ist jede Entsperrmethode am Note 8 mit Einschränkungen verbunden, was im Alltag häufig nervt. Das macht das Apple-Gerät zum klaren Sieger in dieser Klasse. Ein Punkt für das iPhone X. Das Galaxy Note 8 gibt es nur in einer einzigen Speichervariante, jene mit 64 GB internem Speicher. Der kann freilich serienmäßig um MicroSD-Speicherkarten erweitert werden. Das iPhone X gibt es in zwei Versionen, mit 64 GB und 256 GB. Interner Speicher wie im iPhone X ist natürlich teurer, aber auch schneller und kann von Apps besser verwendet werden. Dass man Speicherkarten wie im Note 8 wechseln und problemlos in anderen Geräten nutzen kann, erhöht wiederum die Flexibilität. Was man besser findet? Geschmackssache. Ein halber Punkt für die beiden Kontrahenten. Moderne Smartphones im High-End-Segment besitzen Alleinstellungsmerkmale, mit denen sie sich von der Konkurrenz abheben und ihren hohen Preis rechtfertigen. Beim iPhone ist es beispielsweise 3D-Touch. Die Technik gibt es seit dem iPhone 6S. Der Touchscreen registriert damit, wie stark man darauf drückt. Der Nutzer erhält außerdem genaues haptisches Feedback, das sich sehr natürlich anfühlt. Eine coole und nützliche Funktion. Ganz ähnlich steht es um den S Pen, den im Galaxy Note 8 integrierten Stylus. Samsung hat ihn über die Jahre weg mit immer mehr Funktionen ausgestattet. Heute kann man damit nicht nur Bilder zeichnen, sondern auch Screenshots mit Vermerken versehen, Text live übersetzen lassen, Notizen auf dem Bildschirm im Standby verfassen und vieles mehr. Erfahrungsgemäß nutzen diese Funktionen nicht jeder. Wer sie aber regelmäßig einsetzt, möchte sie nicht mehr missen. Face ID ist für das Apple-Smartphone nicht nur eine Entsperrmethode. Der 3D-Gesichtsscanner hat auch andere Einsatzmöglichkeiten. Mit Animojis können witzige Kurzfilmchen per Messenger versendet werden, bei denen Tiere oder Kackhaufen synchron das aussprechen, was man gerade selbst sagt. Banal, aber zumindest am Anfang verblüffend. Und die Möglichkeiten von Face ID sind noch lange nicht erschöpft. Wir erwarten, dass mit steigender Verbreitung des iPhone X auch immer mehr App-Entwickler von dieser Funktionalität auf kreative Weise Gebrauch machen. Das Note 8 besitzt den bekannten Edge-Screen. Der lässt sich mit verschiedenen Funktionen belegen und kann beispielsweise Shortcuts oder zusätzliche Funktionen anzeigen. Im Großen und Ganzen sieht der Edge-Screen zwar futuristisch aus, ist aber ein gimmickhaftes Feature, dem wohl nur die wenigsten Nutzer einen echten Mehrwert abbringen können.
Im Bereich Audio können beide schließlich noch mit einem Feature auftrumpfen, das ihr jeweilige Kontrahent nicht hat. Der Samsung Galaxy Note 8 besitzt eine Klinkenbuchse, das iPhone X die deutlich besseren Lautsprecher, die sogar in Stereo tönen. Fazit: Alleinstellungsmerkmale und Sonderfeatures haben beide Geräte. Welche man bevorzugt, hängt vom eigenen Geschmack ab. Ein halber Punkt für beide. Beide Smartphones haben jeweils 4,5 Punkte erreicht und können also rundum gut bezeichnet werden. Sind sie deswegen gleich gut? Nun, nicht unbedingt, denn jeder Nutzer hat andere Präferenzen. Wer ein einfach zu bedienendes, etwas kompakteres und etwas performanteres Smartphone sucht, greift zum iPhone X. Wer mehr Bildschirmfläche, mehr Anpassungsmöglichkeiten und mehr Konnektivität möchte und wer sich schließlich den S Pen zunutze machen kann, darf beherzt beim Note 8 zugreifen. Ist es alles? Nicht ganz. Auch nicht vergessen sollte man die indirekten Kosten fürs Ökosystem. Wer jetzt schon ein iPhone und vor allem Zubehör besitzt, seine Apps im App Store und seine Daten in der iCloud hat und die Umgewöhnung in das Android- und Google-Ökosystem scheut, darf noch einmal einen Punkt beim iPhone X addieren. Die Umgewöhnung in die andere Richtung fällt einen Tick leichter, weil gerade die Google-Apps in sehr guter Qualität sowohl für iOS als auch für Android vorliegen. Trotzdem muss man natürlich auch Apps, die man im Play Store hatte, ein zweites Mal im Apple App Store kaufen. Und dann ist da ja noch der Faktor Preis, den man immer in Relation zum Gebotenen setzen sollte. Rund 4 Monate nach Release kann man das iPhone X für rund 920 Euro bekommen, die größere Variante für 1070 Euro, das Galaxy Note 8 für 700 Euro, die Dual-SIM-Variante für rund 740 Euro. Das Galaxy Note 8 ist also deutlich preiswerter und das wird auch erstmal so bleiben. Erfahrungsgemäß sinken die Preise für Android-Geräte schneller, iPhones sind in der Regel preisstabiler. Das erhöht natürlich auch den Wiederverkaufswert, trotzdem ist der Preis des Note 8 für sich genommen signifikant niedriger. Nach diesem umfassenden Vergleich möchten wir wissen, welchem Handy würdet ihr den Vorzug geben, Galaxy Note 8 oder iPhone X? Wir freuen uns über eure Kommentare, nicht vergessen uns einen Daumen hoch zu geben und unseren Kanal zu abonnieren.